Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Slackline, was im Bereich Bewegungskünste zur Balance zählt. Generell ist das Ziel der Slackline eine Gleichgewichtsschulung oder auch die Balancierfähigkeit zu trainieren. Das kann man ganz einfach zum Beispiel auf Linien, auf einem Tau, auf einer umgedrehten Langbank, auf einer Reckstange oder auf einem am Boden liegenden Schwebebalken üben. Generell kann man sagen, ihr seht hier die Schwierigkeit. Ich habe mal die Schwierigkeit als Diagramm dargestellt. Und zwar, es wird schwerer, je weniger Hilfe bzw. je weniger Reizeinflüsse man auch hat. Also wenn man eine Hand zur Hilfe hat, dann ist es sehr einfach, diese Balancierübungen auszuführen. Wenn man den Ball währenddessen passen muss, ist schon schwieriger. Und wenn man die Augen zu hat, dann wird es richtig, richtig schwierig. Wenn ihr die Slackline einführen wollt in der Schule, dann müsst ihr eben Vorübungen auf dem Hallenboden machen. Ihr könnt da eine Linie hernehmen und dann zum Beispiel einen Einbeinstand auf der Linie machen, vielleicht mal einen Ball dazu nehmen, den man hin und her spielen muss, oder auch vielleicht mal einen kleinen Sprung oder eben eine Drehung um 90 Grad, also alles mal auf der Linie. Dann dasselbe könnt ihr auf einer umgedrehten Langbank oder auf einem Bodenschwebebalken machen. Da wird es dann schon schwerer, wenn man eben nicht mehr auf dem Hallenboden ist, sondern auf einer kleinen Erhöhung. Und bevor man dann wirklich auf die Slackline geht, muss man die Slackline erst erklären. Man muss erklären, wie die Helferposition ist, dass besonders auf diesen kurzen Slacklines immer nur eine Person ist. Und man sollte auf jeden Fall eine Matte unterlegen, damit bei einem Sturz nichts passiert. Ja, dann geht man auf die Slackline, am besten in Dreiergruppen. Man hat eine beidseitige Sicherung und eine Person arbeitet eben. Als erstes von beiden Seiten eine Sicherung beim Aufstieg und man versucht dann einfach mal mit einem Bein auf der Slackline zu stehen. Dann versucht man das Ganze mit Hilfe mit zwei Beinen auf der Slackline zu stehen. Das ist auch nochmal schwerer, wenn man das eine freie Bein nicht mehr zum Ausgleichen hat und dann versucht man einfach mal auf der Slackline ein paar Schritte zu gehen, auch mit Hilfe. So klappt es ganz gut, dann kann man das Ganze ohne Hilfe machen. Dann, also wenn das Vorwärtsgehen beherrscht wird, kann man rückwärts einführen, aber wieder mit Hilfe und dann beides ohne Hilfe, also vorwärts und rückwärts gehen. Dann kann man auch hier wieder eine Erschwernis einbauen, wie oben schon bei dem Diagramm zu sehen. Zum Beispiel kann man die Arme verschränken, dann hat man weniger Möglichkeiten, eben mit den Armen das Gewicht zu verteilen. Das ist schon eine klassische Erschwernis. Oder wenn jemand wirklich schon viel Erfahrung bei der Slackline hat, kann man auch Tricks einbauen. Zum Beispiel einen Crossover-Start, also einfach mal nicht mit dem Bein nahen Bein aufsteigen auf die Slackline, sondern mit dem Bein fernen Bein auf die Slackline gehen. Dann kann man in eine Snowboard-Position gehen oder in eine Fechterposition. Das ist eigentlich einfach ein weiter Ausfallschritt. Dann könnte man mal versuchen, mit dem Knie die Slackline zu berühren. Oder man könnte auch mal versuchen, statt einfach nur hochzusteigen, aufzuspringen auf die Slackline. Genau, aber das ist dann schon für Fortgeschrittene. Des Weiteren kann man die Slackline auch gut als Kräftigungsgegenstand nutzen. Zum Beispiel kann man Liegestütze also mit erhöhten Beinen bzw. Füßen auf der Slackline machen oder man kann Ausfallschritte auf die Slackline machen. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, auch jetzt ein kleines Krafttraining mit in so eine Gleichgewichtsschulung oder Balancierfähigkeit mit aufzunehmen. Genau, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was beibringen können und bis dahin, tschö.